Hi, ist jetzt so komisch hier zu reden. Mir geht's gut. Erstaunlich Also ich gefasst habe nicht so blickt viele Selin E. in Anfragen die und ich Kamera habe durch und euch jetzt berichtet mal von ein der paar Hölle, Fragen die die beantwortet. 23-Jährige am Wochenende durchlebt hat. Am Freitag wird sie auf dem Heimweg von der Arbeit in Reichenbach in Baden-Württemberg entführt und vergewaltigt. 23:15 Uhr wurde sie von Angehörigen vermisst. Sie hätte zu dieser Zeit eigentlich schon längst daheim sein sollen. Ein 36-Jähriger zwingt Selin mit vorgehaltenem Messer, ihm zu folgen. Er verschleppt sie in eine Gartenlaube und missbraucht sie dort, während die Polizei nach der Frau sucht. Während ich in dieser Gartenhütte saß, habe ich alles gehört. Ich habe die Drohnen gehört, ich habe die Helikopter gehört, ich habe die ganze Zeit die Sirenen gehört, von der Polizei. Ich habe Menschen gehört, ich habe meinen Mann um 6 Uhr morgens gehört, wie er geschrien hat. Dann habe ich ihn gehört um 12 Uhr mittags. Ich habe andere Leute auch gehört, ich habe Jugendliche gehört, ich habe Frauen mit Hunden gehört, aber ich konnte halt nicht auf mich, ich konnte mich nicht bemerkbar machen, weil er mir mit einem Messer gedroht hat. Auf jeden Fall habe ich mir so viel gemerkt, wie ich mir merken konnte. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, ich habe versucht, stark zu bleiben. Egal, was er getan hat, habe ich trotzdem versucht, mit ihm viel zu reden, viel über ihn herauszufinden. Spaziergänger machen die Polizei auf eine Gartenhütte aufmerksam. Als Selin E. die Beamten sieht, springt sie durch ein Fenster. Ihr Peiniger flieht, wird aber kurze Zeit später auf einem Feldweg gefasst. Da er sich selbst mit einem Messer eine Verletzung zugefügt hatte, wird der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Viele wollten wissen, wie es weitergehen wird, was passieren wird, was mit ihm passieren wird. Er wurde heute beim Gericht vorgeführt, ist jetzt in Haft. Und ich werde morgen zu meiner Rechtsanwältin gehen. Ich habe eine dank der Helferin vom Roten Kreuz, glaube ich. Die hat mir eine empfohlen, da werde ich hingehen. Die wird mir bei allem helfen, ob psychische Unterstützung oder alles, was mit dem Gerichtsverfahren ist und so. Auch über ihren Peiniger spricht Selin E. Er war psychisch sehr, sehr krank. Also sehr krank, so wie er geredet hat, hat man gemerkt, er ist einfach kaputt. Aber nichtsdestotrotz wird er keine mindere Strafe bekommen. Das hat die Kripo mir versichert. Die Kripo hat mir versichert, dass er die volle Strafe bekommen wird und dafür büßen wird, was er alles getan hat. Zum Schluss ein Appell an andere, die vielleicht Ähnliches haben durchmachen müssen. Wenn es irgendein von euch genauso geht wie mir, egal ob ihr festgehalten worden seid oder nicht, schweigt nicht, redet. Die Polizei ist hinter euch, jeder wird hinter euch sein und kämpft einfach. Kämpft für euch selber, damit es euch wieder gut geht. Das Amtsgericht Esslingen erließ Haftbefehl gegen den 36-Jährigen. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen.